Hallo und herzlich willkommen zum Studentenmagazin 39 Grad. Diesmal aus ungewohnter Umgebung, nämlich vom Hochschulcampus Herrenkrug. Und heute mit einem Ereignis ganz besonderer Natur. Wir haben ein Geburtstagskind. Was, wen denn? Oh Gott, sorry, habe ich deinen Geburtstag vergessen, es tut mir total leid. Ganz ruhig, keine Panik. Ein Geburtstag besonderer Größe steht an. Die Hochschule Magdeburg-Stendal wird 25 Jahre alt. Ja, also falls ihr gleich ein Wummern hören solltet, wir haben keine technischen Probleme. Neben uns laufen lediglich die Proben für das Campusfestival. Denn eigentlich wollten wir für euch direkt vom Campusfest berichten. Doch selbst das Sportfest unter dem Motto "Läuft bei dir" läuft leider gar nicht. Starker Dauerregen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber 25 Jahre Hochschule wollen ja trotzdem gefeiert werden. Ja, 25 Jahre, das ist eine ganz schön lange Zeit. Wir haben uns gefragt, was wissen unsere Studierenden eigentlich darüber und das mal vor Ort abgeklärt. Herzlich willkommen auf dem Campus der Hochschule Magdeburg. Wir haben uns gedacht, wir gehen den Studenten heute mal so richtig auf die Nerven und wollten wissen, wie gut die Studenten eigentlich ihre Hochschule kennen. Zu welchem Zweck dienten die Hochschulgebäude eigentlich, bevor sie eine Bildungseinrichtung wurden? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kein Plan. Das war hier eine russische Kaserne. Die sowjetischen Streitkräfte haben das genutzt als Lazarett. Das war ein Kasernengebäude der Sowjetunion. Bingo! Im Zweiten Weltkrieg dienten die Hochschulgebäude als Lazarett und Artilleriestandort sowohl für die deutsche Wehrmacht und die sowjetische Armee. Wie viele Studenten hat die Hochschule eigentlich insgesamt? Boah, 5.000 oder so, keine Ahnung. Mehr als 20.000, glaube ich. 4.000 bis 6.000. 6.000, glaube ich. 5.000, 10.000? Nein, das kann aber auch nicht sein. 2.000? 6.000. 350.000. 6.000, 2.000 in Stendal und 4.000 in Magdeburg. Bingo! Insgesamt studieren an den Standorten Magdeburg und Stendal ganze 6.300 Studenten. Was hat die Hochschule Magdeburg-Stendal 2015 als bundesweit erste Hochschule eingeführt? Mindestlohn. Schlechtes Mensaessen. Gesundheitsförderung? Nein. Nein? Nein. Studentische Flüchtlinge vielleicht oder halt studierende Flüchtlinge? Die Hochschule hat 2015 als eine der ersten bundesweit das Pilotprojekt eingeführt, das Flüchtlingen die Möglichkeit bietet, ein Studium aufzunehmen. Ach, das ist ja schön. Finde ich gut. Warum hast du dich für die Hochschule entschieden? Ausschlussverfahren. Wegen der Praxisnähe und wegen dem schönen Campus. Ich wollte irgendwas mit Medien machen. Ich hatte damals mehrere Angebote. Weil ich hier zusammen mit meinen Freunden studieren konnte. Das Studieren im Grünen im Prinzip hat mich davon überzeugt. Eigentlich habe ich mich nur hier beworben und... Hübsch hier. Einfach so. Was ist deiner Meinung nach der merkwürdigste Studiengang? Journalismus. Also Wasserwirtschaft habe ich noch nicht ganz verstanden, was die genau machen. Aber also nicht, die sind nicht merkwürdig, aber ich habe es einfach noch nicht verstanden, was die genau machen. Ich würde Sicherheits- und Gefahren abwenden. Journalismus. Ja, das mit Journalismus schneiden wir dann raus. Und 350.000? Seit wann ist die Hochschule eigentlich eine Großstadt? Das war schon mal ziemlich interessant. Um euch alle jetzt nochmal auf den genauesten Stand zu bringen und einmal um zu gucken, was in 25 Jahren Hochschule alles noch so passiert ist, haben wir mal ganz tief im Archiv gewühlt. Ja, und dabei sind wir über einige spannende Personen und Ereignisse gestolpert, die wir euch sehr gerne zeigen wollen und deswegen seht selbst. 1943 sah es auf dem heutigen Hochschulgelände noch anders aus, befand sich hier damals noch ein Heeresstandort Lazarett. Seitdem ist viel Zeit vergangen, bis hier ein moderner Campus entstand. Begonnen hat alles 1991. Hier fand der Lehrbetrieb allerdings noch ohne festes Campusgelände an drei unterschiedlichen Orten statt. In der Wirschowstraße, der Brandenburger Straße und der Maxim-Gorki-Straße. Am 4. Mai 1992 wird es dann offiziell. Die Fachhochschule Magdeburg wird im damaligen Hörsaal am Krökentor geboren. 1999 wurde dann in der Breitscheidstraße fleißig gebaut und saniert. Hier sollte, so schwärmte der damalige Hochschulkanzler Frank Richter, der schönste Campus weit und breit entstehen. Im Spätsommer war es dann auch soweit und dem Umzug auf den heutigen Herrenkrug-Campus stand nichts mehr im Wege. Wir haben uns hier mit Ramona Stürzel,
Lehrkraft für besondere Aufgaben im Fachbereich Soziales, Gesundheit und Medien getroffen. Ich habe diesen Campus noch betreten, als er also noch nicht saniert war, war also auch hier auf den Baustellen in den Kellern, habe miterlebt, wie der Campus sich auch zu einem studierendenfreundlichen Campus gewandelt hat mit den Spiel- und Sportangeboten. Wir stehen gerade hier vor dem Beachvolleyballplatz. Von meinem Büro aus habe ich den wunderbaren Blick ins Grüne und auf den Fußballplatz, wo ich immer ganz begeistert bin, dass dort auch im Winter bei Temperaturen, die über dem 0-Grad-Marke sind, gespielt wird. Habe also die Entwicklung des Campus von Anfang an hier mit verfolgen können. Im Mai 2002 stand dann hoher Besuch ins Haus. Kein geringerer als Altbundeskanzler Gerhard Schröder machte sich eigens ein Bild von Lehre und Forschung und kam für eine Stippvisite nach Magdeburg. Der zweite hohe Besuch in diesem Jahr war allerdings nicht so gern gesehen. Die Elbe trat über die Ufer und kam der Hochschule gefährlich nah. Die Pegel blieben jedoch hinter den Prognosen zurück und so blieb die Hochschule nahezu verschont. Im Jahr 2004 gleicht der nächste Höhepunkt. Kein geringerer als Mr. Tagesthemen Ulrich Wickert wird Professor im Fachbereich Kommunikation und Medien der Hochschule. Im Jahr 2008 war es dann Bundeskanzlerin Angela Merkel, die auf ihrer Hochschulreise zu Gast auf dem Hochschulcampus war. Außerdem wirbt die Hochschule seit diesem Frühjahr mit dem Slogan Studieren im Grün. Im Jahr 2013 erlebt Magdeburg dann eine der größten Bildungsdemonstrationen des Landes. Aber natürlich hat sich in den 25 Jahren Hochschule nicht nur der Campus grundlegend verändert. Student schon etwas verändert. Wir haben ja auch ein Zeitwandelphänomen, das heißt, Studierende haben andere Erwartungen, Studierende haben andere Interessen. Die Mediengesellschaft trägt auch dazu bei, dass ganz anders studiert wird. Also früher erinnere ich mich, sind die Studierenden sehr viel in die Bibliothek gegangen, haben Bücher gesucht. Wir waren als Lehrende auch ständig dabei, die aktuelle Literatur zu bestellen. Heute wird sehr häufig eben aufs Netz zurückgegriffen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Bibliothek auch noch etwas mehr genutzt werden würde von den Studierenden. Bei uns im Studio ist jetzt Professor Andreas Geiger. Er war Rektor der Hochschule von 1998 bis 2014. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben uns nun gerade den Rückblick auf 25 Jahre Hochschule angeschaut. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie selber zurückblicken? Ist das für Sie alles noch nah dran? Ja, wenn ich das so im Zeitraffer nochmal erlebe, ist das schon wirklich immer noch ziemlich nah dran. Ich bin 92 hierher gekommen als Gründungsdekan, erstmal als Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen und bin dann 98 Rektor gewesen. Das ist schon eine spannende Zeit gewesen. Also erstmal war das ja in den Räumlichkeiten in der Stadt, am Krückentor. Und als ich dann Rektor wurde, da war die Hochschule hier schon im Bau. Das heißt, in der Rekonstruktionsphase ist es ja ein altes Gebäude aus den 30er Jahren, in der Reichswehr damals gebaut. Und ich habe dann sehr stark Druck gemacht, dass wir hier umziehen. Und ich erinnere das noch 1999. Ich glaube, ich bin im Sessel von irgendwelchen Umzugsfirma im Sessel reingetragen worden, als quasi der erste symbolisch hier in das Gebäude drüben, in das Haus 3 ins Rektorat. Also das sind schon viele Dinge, an die ich mich erinnere und als ob sie noch sehr nah wären. Also ich kann gleich eine Sache rausgreifen, als ich vorhin hier ankam und sah, dass Mia heute Abend auftritt. Also das ist ganz nah dran. 2008 war hier die Campus Invasion von MTV, weiß ich vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Da ist unter anderem Mia auch gewesen. Es war ein tolles Ereignis. Wir haben tolles Wetter gehabt bis zur letzten Minute. Dann fing es an zu rechnen nachts. Und 12.000 Studenten waren hier auf dem Campus. Das war schon eine tolle Sache. Ja, im Rückblick darauf, Sie haben hier jetzt schon einiges erwähnt. Gibt es denn einen ganz besonderen Augenblick, an den Sie sich noch ganz genau erinnern können? Naja, jetzt habe ich schon zwei genannt, die schon herausragend sind, wobei die jetzt nicht unbedingt natürlich was mit dem Akademischen zu tun haben. Aber jetzt erwähne ich noch eine dritte Sache, die jetzt auch nicht unbedingt im akademischen Bereich was zu tun hat, nämlich die Flut. Das heißt, wir haben sie ja zweimal gehabt. Also ich bin zweimal hier gewissermaßen Deichgraf gewesen, wobei das 2002, obwohl die Flut nicht ganz so hoch war, für uns sehr viel bedrohlicher und sehr viel schlimmer war, lag aber auch daran,
dass wir noch nicht so gut darauf vorbereitet waren. Wir waren 2013 sehr viel besser darauf vorbereitet. Die Wasserwirte konnten das genau vorausberechnen, Szenarien zeichnen, was passieren wird, wenn und so weiter. Also waren wir, ich weiß, 2002 bin ich, habe damals gesagt, ein Rektor ist viel unwichtiger als ein Hausmeister, der muss hier vor Ort sein. Ich habe mich mit einem Studenten und meinem Sohn ins Auto gesetzt, weil es hier keine Sandsäcke mehr gab. Und wir sind nach Bremen gefahren und haben 10.000 Sandsäcke dort geholt. Also eine Aktion, die wirklich, wie ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das war schon eine tolle Sache. Sie waren 16 Jahre lang Rektor. Mhm. Das ist tatsächlich ein ziemlicher Zeitraum. Ist ziemlich lang, ja. Ja. Sie haben das eben schon erwähnt. Sie können sich noch ganz genau erinnern, wie das erste Mal war, als Sie hier auf dem Campus angekommen sind. Mhm. Ihrer Meinung nach, was ist seitdem die größte Veränderung hier? Der Campus selbst hat sich eigentlich nicht sehr verändert. Das Format des Campusfestes, das hat sich sehr verändert über die Jahre. Mal ist es da vorne gewesen, dann ist es aufgrund von Ansprüchen von, es gibt immer irgendwelche Querulanten in der Nachbarschaft, die meinen, nach 10 Uhr das Fenster aufmachen zu müssen und dann die Polizei rufen zu müssen. Dann sind wir umgezogen und so weiter. Also, und ich habe jetzt gerade gesehen, es sind ja deutlich mehr Zelte als in den letzten Jahren, große Zelte auch. Das, sonst ist die Veränderung eigentlich nicht sehr groß, das muss man sagen. Ich meine, es ist ja auch damals alles relativ gut hergerichtet worden und von daher sind da keine großen Veränderungen in der Zwischenzeit passiert. Also das ist noch so der Campus, über den ich auch ich würde mal sagen, so im Jahr 2000 in etwa gegangen bin. Mit Ausblick auf die Zukunft der Hochschule, haben Sie dort einen Wunsch? Ja, ich meine, die Hochschule ist schon, glaube ich, recht gut aufgestellt gewesen, positioniert in der Landschaft. Wir haben, das habe ich nicht erwähnt, das ist sicherlich auch Highlights gewesen. Ich habe zweimal in meiner Amtszeit einen Bundeskanzler zu empfangen. Ja, einmal den Bundeskanzler Schröder, einmal die Bundeskanzlerin Merkel. Das zeigt, welche Wertschätzung diese Hochschule auch öffentlich genießt, immer genossen hat, und das kann ich nur hoffen, dass dieses so bleibt, denn dieses hat natürlich dann auch Einfluss auf den Bestand, auf das Leben der Hochschule. Ich meine, gerade in so Zeiten, wenn, wie ich erinnere mich, vor 3 Jahren, der Druck, den wir von der Landesregierung hatten, bei Sparmaßnahmen etc., also Strukturmaßnahmen zu ergreifen, da ist es schon sehr wichtig, wenn man gute und starke Freunde hat in der Öffentlichkeit, sei es die Stadt, sei es aber auch in Land und Bund. Und das kann ich der Hochschule nur wünschen, dass sie sich bemüht, auch weiterhin wirklich sich so stark darzustellen, dass sie wirklich auch in Krisenzeiten etwas hat. Denn das hat dann auch Rückwirkungen natürlich auf die Lehre. Also das, was wir an Lehre hier anbieten können, in welcher Qualität wir das anbieten können, in welchem Umfang wir das anbieten können, da braucht man auch starke Partner, Unterstützer. Und das kann ich der Hochschule nur wünschen, dass sie das in Zukunft ihr auch gelingt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Geiger. Ich bedanke mich. Heute dreht sich alles um 25 Jahre Hochschule Magdeburg-Stendal. Ja, doch das ist nicht das einzige Jubiläum, denn dieses Jahr wird das Magazin 39 Grad 10 Jahre alt. Wir wollen deshalb nochmal zurückblicken. Darum haben wir uns mit der Frau unterhalten, die das Magazin vor 10 Jahren ins Leben gerufen hat, und uns mit einem ehemaligen Moderator getroffen, dessen Leben durch das Magazin eine ganz besondere Richtung bekam. Hallo, schön, dass ihr wieder bei 39 Grad eingeschaltet habt. Ich bin die Julia und der reizende Herr neben mir, das ist der Thorsten. Hallo, wir sind die neuen Gesichter von 39 Grad. Herzlich willkommen bei 39 Grad, dem Weihnachtsspezial aus dem Frösi. Hallo und herzlich willkommen zu 39 Grad im kalten November. Hallo und herzlich willkommen bei 39 Grad, dem Studentenmagazin der Hochschule Magdeburg-Stendal. 2006 ging das Studentenmagazin 39 Grad an den Start. Dr. Ilona Wuschig ist Professorin für Fernsehjournalismus und hat die Sendung vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Nun blickt sie auf die Anfänge zurück. Als ich das vor 10 Jahren übernommen habe, habe ich gesagt, naja gut, dann machen wir nicht nur Lehre, nicht nur so Spielmaterial, sondern dann machen wir eine Sendung. Ilona Wuschig hat von Beginn an viel Wert darauf gelegt, dass die Arbeit bei 39 Grad möglichst realistisch ist. Der Produktionsprozess, wie wir an Themen rangehen, wie wir das versuchen, ist genauso wie in jeder beliebigen Redaktion da draußen.
Mit 39 Grad verbindet man vor allem Sommer, Strand und Sonne. Bei uns bedeutet 39 Grad aber vor allem Politik. Fragt sich, wie ist eigentlich der Name der Sendung entstanden? 39 steht einerseits für die Region Magdeburg von der Postleitzahl her und andererseits soll sie bedeuten, dass diese Sendung ja wahnsinnig heiß ist. Das hat auch Stefan Bernschein miterleben dürfen. Zu seiner Studentenzeit hat er 39 Grad moderiert. Heute steht er beim MDR vor der Kamera. Dort präsentiert er das Ländermagazin Sachsen-Anhalt heute und den Polit-Talk Fakt ist. Was mir an 39 Grad immer gefallen hat, war einerseits, dass man uns hat machen lassen. Also die Themen wurden schon auch klar ausgehandelt und damit ist man sehr nah an der wirklichen Fernsehrealität. Also es hat nicht jeder irgendwie das Thema gemacht, worauf er Lust hatte, sondern man musste schon irgendwie sagen, warum man dieses Thema machen möchte. Und man musste es vor allen Dingen auch dann in einer quasi Redaktionsrunde mit Frau Wuschig dann auch verteidigen. Lange hat der 33-Jährige das auch beim MDR getan, arbeitete dort viele Jahre als Autor hinter der Kamera. Dabei hatte Stefan Bernschein eigentlich nie vor, Fernsehmacher zu werden, bis zu dem Zeitpunkt, als er Teil des 39-Grad-Teams wurde. Doch wie ist das eigentlich, als Fernsehprofi auf die eigenen Anfänge zurückzublicken? Das ist toll, also es sind jetzt Bilder, die habe ich irgendwie 5 Jahre, müsste es ja dann sein, ne? Irgendwie 5 Jahre nicht gesehen. Also die Leute in der Voxpop waren auch Studenten von uns. kann man ruhig mal sagen, ne? Genau, und ist einfach toll, diese Leute wieder zu sehen. Es ist halt irgendwie jetzt auch schon ein paar Jahre her. Hier Steven zum Beispiel, Claudi als Co-Moderatorin. Und man fühlt sich halt sofort wieder da in diese Zeit rein versetzt. Den Werdegang von Stefan Bernschein kann man als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Vom Studentenfernsehen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das gelingt nicht jedem. Sein Tipp an Nachwuchsjournalisten? Wo man immer gut mitfährt, ist tatsächlich Neugierde, eine professionelle Neugierde zu haben und offen zu sein für Themen, für Menschen, für Dinge, die einen interessieren. Ilona Wuschig hört Tipps wie diesen gern. Schließlich hat sie selbst jahrelang als Fernsehjournalistin gearbeitet und kennt das Geschäft. Wenn es nach ihr geht, soll 39 Grad zukünftig neue Wege beschreiten. Sie können mit dem Smartphone, was ja fast jeder hat, inzwischen ja auch Live-Schalten machen von draußen. Periscope, dass man also bei einem Thema, was sich eignet, eben auch jemanden hat, der draußen steht und sagt, so, jetzt übergeben wir an Max, Mütze, wen auch immer, sowas. Darauf muss man in der nächsten Zeit noch mehr Wert legen. Ob per Periscope oder Instagram, 39 Grad entwickelt sich, wird multimedialer. Eines aber soll das Magazin auch in den nächsten 10 Jahren sein, eine Sendung von Studenten für Studenten. Das war's von uns, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ja, 25 Jahre Hochschule, das bedeutet vor allem eins, 25 Jahre Mittagspause. Ja, und wer fleißig den ganzen Tag die Rübe anstrengt, der braucht auch die dafür notwendige Energie. Denn ein leerer Magen bedeutet einen leeren Kopf. Es gibt auf dem Campus zwar Snackautomaten, aber auch die Mensa und das Café Frösi. In der Mensa des Campus Herrenkrug gehen seit 16 Jahren täglich bis zu 1000 Essen über die Theke. Darunter finden die Studenten 4 verschiedene warme Mahlzeiten und eine reichhaltige Salatbar. Das Team der Mensa besteht aus 18 Mitarbeitern. Und eine von ihnen ist Bianca Heiß, ein wahres Urgestein, denn sie arbeitet schon seit Tag 1 hier. Ich habe da 1996 Köchin gelernt und dann ausgelernt und in der Mensa hier gleich danach angefangen. Das Angebot der Speisen variiert von Tag zu Tag. Bianca Heiß steht voll und ganz hinter der angebotenen Vielfalt. Also ich finde es ja sehr abwechslungsreich und es ist ja auch für jeden was dabei. Es ist eine Salattheke, es ist vegetarisch, vegan. Also ich finde, es ist eigentlich ein sehr vielseitiges Angebot. Trotz des Engagements und der langjährigen Erfahrung der Mitarbeiter ist ein Teil der Studenten nicht hundertprozentig zufrieden. Wie schmeckt dir das Essen in der Mensa? Also ich finde es nicht so toll. Gerade das vegetarische Angebot ist nicht so vielfältig. Also wenn ich hier esse, dann esse ich eigentlich Salat oder Pommes. Alles andere finde ich nicht so super. Fleischtechnisch bin ich da ein bisschen abgeschreckt oder abgeneigt. Aber sonst, so die vegetarischen Sachen sind eigentlich echt immer saulecker. Und Salat kann man eigentlich auch immer essen. Ich mag das Hühnchen hier sehr gerne. Und das Salatbuffet ist auch sehr schön. Es könnte noch ein bisschen mehr Auswahl geben, aber ich mag das Essen. Auch wenn es zumindest den meisten schmeckt, haben die Studenten oft noch ein ganz anderes Problem. Den Mangel an Sitzgelegenheiten. Wer hier um 12 Uhr noch einen Platz bekommt, hat Glück gehabt. Also ich denke, es ist in Stoßzeiten sehr wenig Platz, aber die Räumlichkeiten geben ja auch natürlich nicht mehr Sitzfläche her. Und wenn man die Pausenzeiten vielleicht ändern könnte, dann würde so ein hohes Aufkommen natürlich an Menschen auch nicht
auf einmal da sein, ja. Wem es in der Mensa zu voll ist, der kann auf das Campus ansässige Café Früsi ausweichen. Eine Initiative von Studenten für Studenten. Also das Früsi gibt es ungefähr circa seit 12 Jahren und wird immer von Studiengang zu Studiengang wieder übergeben, je nachdem, wann die Studenten fertig sind. Jasmin Ehling studiert Soziale Arbeit im 6. Semester und arbeitet nun schon seit 3 Jahren im Früsi. Sie und derzeit 11 weitere Studenten sorgen für ein alternatives Essensangebot auf dem Campus. Pro Semester kommen natürlich immer neue Leute mit rein und dann die bringen neue Ideen mit, aber sonst haben wir so ein festes Angebot an Salaten, Obstsalat und Nudelsalat oder Couscous. Jetzt haben wir gerade die Paninis neu eingeführt und die laufen ganz gut. Es gibt einen Suppentag bei uns, wir versuchen ein vegetarisches Angebot zu machen, das wir alle abdecken, also teilweise gibt es auch vegan. Das Früsi lockt tagsüber mit seiner heimischen Atmosphäre, nachts aber wird hier die ein oder andere Party gefeiert. Egal ob Fleisch, vegetarisch oder vegan, auf dem Campus Herrenkrug wird jeder Hunger gestillt. Wir haben heute die Ehre, auch die amtierende Rektorin Anne-Le Ky bei uns begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Frau Le Ky. Guten Tag. Hallo. Sie sind ja bereits seit 2014 hier im Amt. Freuen Sie sich denn, dieses besondere Ereignis der 25-Jahr-Feier hier als Rektorin erleben zu dürfen? Und wie? Vor allem seitdem wir wissen, dass die Sonne scheint, die Temperatur steigen, kein Gewitter mehr am Horizont. Ich bin super glücklich. Das freut uns. Ja. Wie fühlt es sich an, als erste ausländische Rektorin einer deutschen Hochschule ja quasi selbst einen Meilenstein gesetzt zu haben? Ja, man fühlt sich jetzt nicht als Meilensteinbauerin. Also ich habe eher das Gefühl, dass es gerade so richtig war für die Hochschule, eine Ausländerin und auch eine Frau an die Spitze zu bekommen, weil das erlaubt, so ein bisschen frischen Wind durch die Institution wehen zu lassen. Das alles jetzt nicht so stürmisch, sondern eher so als Erneuerung, Modernisierung, also noch besser das machen, was wir ohnehin gut können. Gibt es denn Probleme, an denen wir noch arbeiten müssen? Wie stehen Sie zum Beispiel zu dem offenen Brief des Studentenrats? In dem wurde ja zum Beispiel Kritik an der Qualität der Lehre geübt. Wie sehen Sie das? Probleme hat jede Hochschule. Das ist ja was ganz Normales. Dass es auch manchmal Professoren gibt, die ihre Klausuren nicht rechtzeitig abgeben, korrigieren. Und es gibt auch immer wieder mal Studienorganisationsprobleme. Das ist ganz normal. Bei uns gibt es Probleme, wie an jeder Hochschule, aber eben vereinzelt in einigen wenigen Studiengängen. Und wir haben jetzt angefangen, diese Probleme zu identifizieren, sichtbar zu machen und an deren Lösung zu arbeiten. Da sind wir gerade. In diesem Semester läuft auch noch ein Forum für Lehre am 15. Juni in Magdeburg. Wir werden auch immer wieder mal die Fachbereiche, die Dekane, die Prodekane daran erinnern, dass sie bitte schön immer ein Ohr an die Studierenden haben müssen. Mit Ausblick auf die nächsten Jahre hier an der Hochschule, was haben wir schon erreicht? Was wollen wir noch erreichen? Worauf können sich vielleicht im Speziellen die Studierenden noch freuen? Was wir erreicht haben in 25 Jahren, das sind so große Bereiche, die wir wirklich auf Vordermann gebracht haben. Qualität der Lehre, Sie haben es gerade genannt, das ist ein Feld, in dem wir wirklich gut sind, wirklich mit anderen größeren Massenhochschulen. Bei uns gibt es kleine Gruppen, bei uns gibt es diese familiäre Atmosphäre, die Sie sicherlich auch selbst gespürt haben. Und schätzen. Tolle Einrichtungen, tolle Labore, Newsroom, Studien, also wirklich Studienbedingungen, die ideal sind, nahezu ideal. Man muss immer wieder mal Geld ins System reinpumpen, damit es weiterhin modern bleibt. Aber wir haben wirklich eine tolle Ausstattung. Wir haben tolle Lehrenden, wir haben also Praxisleute, die aus ihrer Praxis Ihnen was schenken, die auch zurück in die Praxis das bringen, was sie hier erleben. Das ist so ein Punkt Lehre, da sind wir einfach richtig gut und sollten auch noch besser werden. Und dann noch der Punkt Forschung, Drittmittel, das merken Sie als Student wahrscheinlich weniger. Das ist etwas, was uns schon sehr beschäftigt. Wir haben, so gefühlt für Sie, 25 Millionen Grundhaushalt. Das ist das Geld, was wir von der Landesregierung bekommen, um Sie zu unterrichten und auch hier die Gebäude und alles zu machen. Dann haben wir 8 Millionen Euro dazu pro Jahr, was wir so über Drittmittel akquirieren, wir alleine. Das heißt, wir schreiben Anträge, wir gehen Klinken putzen, wir schauen, dass wir über Förderlinien auch Geld bekommen. Und das merken Sie so an Projekten wie Qualitätspakt Lehre, ja. Das ist ein Begriff, ja. Oder offene Hochschule oder auch die Forschung, die wir hier realisieren. So. Und dann gibt es noch den Bereich Internationales. Das wissen Sie, das ist mein Steckenpferd, da bin ich sozusagen die Personifizierung oder ich hoffe auch mal ein bisschen diejenige, die dann immer wieder mal ein bisschen nach vorne pirscht. Wir haben ja im Sommer letzten Jahres eine
Flüchtlingsintegrationsinitiative gestartet, damit wir die Tore hier öffnen und die Flüchtlinge hier zum Studium zulassen. Und das ist etwas, was andere Hochschulen nachgemacht haben, aber da waren wir die Ersten. Und wir sind nach wie vor vorne, weil wir auch schauen, dass die Flüchtlinge auch bei uns bleiben. Also wenn sie studiert haben, auch hier anfangen zu arbeiten. Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Licky. Bitte. Danke. Ja. Es gibt auf jeden Fall etwas, worauf sich die Studenten schon heute Abend freuen können, nämlich unser Campus-Festival. Unter anderem mit Acts von Northern Lights, Montreal und Mia. Die Soundchecks dafür laufen gerade im Hintergrund schon auf vollen Touren. Man hat das während der Sendung vielleicht mitbekommen. Das Fest selber wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb jetzt unser Beitrag direkt vom Campusfest. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich jetzt vor der Bühne. Bisher ist noch alles menschenleer, aber nachher steppt hier der Bär. Jetzt seit dem Einlass sind wir da. Ja, glücklicherweise ist das Wetter ja besser geworden. Wärt ihr sonst auch gekommen? Ja, wir wären auch gekommen. Ihr seid öfter auf Festivals? Das haben wir früher mal gemacht, aber mittlerweile ist eher Restaurantbetrieb und Catering halt. Ja, läuft weniger gut, aber man macht es ja quasi aus Spaß und Freude, ja. Habt ihr denn auch einen Haufen Vorrat, falls es nachher weggeht, wie warme Semmeln? Ja, also wir haben noch genug da. Also wir können definitiv nachladen. Keine Lust zu tanzen? Ah, das kriegt zu Hause. Na gut, alles klar, dann viel Spaß beim Rumstehen, Maurice. Ja, danke. Fällt euch denn spontan ein richtig peinlicher Tanzmove ein, den keiner sehen will? Und dann machst du einmal nach vorne und dann geht's um den Kopf rum und dann wieder nach vorne. Okay. Und jetzt schneller. Ja, wir sind sehr begeistert, dass Frau Licky uns gerade gesagt hat, dass das Wetter endlich besser geworden ist und unser Campusfest nicht ins Wasser fällt. Unser Sportfest für die Sportbegeisterten wird am 8. Juni nachgeholt. Und das war's leider auch schon wieder von uns. Wir freuen uns, euch hoffentlich am 4. Juli wiederzusehen. Falls euch die Zeit bis dahin zu lang erscheint, könnt ihr uns gerne auch auf Facebook besuchen. Der Link wird unten eingeblendet. Lasst gerne auch ein paar hundert Likes da und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, das war's von uns. Tschüss und ciao. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.